Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Turmoil. In der letzten Aufnahmerunde habe ich, wie in der davor leider auch, ein kleines bisschen abgelöst, aber ich hoffe, das kann ich wieder etwas wettmachen. Ich habe hier waren wir unterwegs. Das heißt, mit 39,48 gehen wir... Mieren. Nein, meins sind mir keine weg, dankeschön. Wunderbar. So, dann, was wollte mal eins kommen machen? Diesmal vergehe ich nicht den Saison. Oh no. Bei Right Inc. Preis der Weiß über $76. Na, für schönes Öl habe ich eh nicht. Ich baue es eher zu langsam wegverschiffen. Schnelligkeit. Ich kann dein Pferd trainieren, damit sie viel schneller laufen können, ohne Öl zu verschütten. Das reizt mich eigentlich schon. Das machen wir einfach. Scheiß drauf. Pferde, Projekt, wunderbar. Bürgermeister-Auktion, ja, wunderbar, hier. Ich kann nichts kaufen. Starten. Kann nichts kaufen, vergiss es. Zack, hier. Liegt nicht innerhalb meines Budgets. Ich bin nicht reich genug. 13.000, yep. Liebe Blanche hat auch ein bisschen was dazu bekommen. Na gut, komm. Soll es die Blanche bekommen? Ich habe kein Problem damit. Das Wagen jetzt zweimal ausrüsten. Okay. Ich bin mehr als gespannt. 1,23 jetzt schon. Vom Start hin. Ich habe doch noch nicht mal Öl. Jungs. Mädels. Und alles, was drumherum schwebt. Gleich mal direkt an links verkaufen. Wenn man schon mal so guten Preis dafür herbekommt. Okay, hier ein bisschen ausbauen. Und danach etwas. Okay, du wolltest auch noch was haben. Ich will am liebsten jetzt darüber gehen. Ungefähr so rüber. Und bauen wir jetzt einfach mal querfeld ein, warum nicht? Macht ja nichts, macht ja nichts. Und Bingo, Volltreffer. Wer hätte gedacht, dass das so schnell an der Oberfläche ist. Okay. Das heißt, wir bunkern erstmal ziemlich viel von dem schwarzen Gold ein. Bevor wir... Oh Gott. Bevor gleich alles wieder in die Luft fliegen wird. Können wir vielleicht ein bisschen was verkaufen? Wir müssen sogar ein bisschen was verkaufen. Ein Wegelchen. Ein bisschen was hier rüber. Und mehr auch nicht. Oh Gott, ernsthaft... noch gedacht, ich könnte es vielleicht noch aufhalten davor, aber nein, dem ist leider nicht so gewesen. Dem war leider nicht so und ich würde mal sagen, das Ding hier ist auch ziemlich voll. Und mit ziemlich meine ich auch ziemlich. Ich muss ein bisschen was verkaufen, ich brauche unbedingt noch ein weiteres Silo. Ein kleines Silo müsste es sein. Mehr braucht es auch gar nicht sein, das reicht schon. Das reicht schon mehr als aus. Die Frage ist, wo befindet sich der nächste Klumpen? Hier. Wäre zu schön gewesen, wenn direkt unten nochmal einer gewesen wäre. 81. Oh, 1,5 Dollar. 1,6, 1,9, 1,10, 1,11, 1,15. 1,19. Oh Gott, ja, bitte alles verkaufen. Alles verkaufen, ich bitte darum. 1,24, alles verkaufen. 1,25, aufbohren. Alles verkaufen, was wir gerade verkaufen können. 13, 18, 12, 11, 10. Oh Gott. Ich bräuchte etwas anderes. Und zwar dich hier bräuchte ich. Oh Gott, ja. Ein Riesenvorkommen. Ein gigantöses Vorkommen. Ein Vorkommen, das heißt gleich... Oh, das ist aber auch riesig. Und wie riesig das ist, das können wir auch noch gleich mit einbeziehen. In unsere Pläne. Rüste alle Wegen auf, dann sind sie nämlich noch schneller unterwegs. 1,18 könnte man auch noch schaffen. 1,15 geht auch noch in Ordnung, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt tun wir lieber darauf achten, unser Zeug bei uns zu behalten. Gott, das riesige Lager. Und da drüben ist das nächste Lager.
Ich glaube, wir haben hier eine Goldquelle gefunden. Eine schwarze Goldquelle. Oh, meine Güte. Können wir da vielleicht noch ein paar weitere von denen hier bauen. Ein bisschen was davon bauen. Ausbauen, ausbauen, alles ausbauen. Das Zeug muss gefördert werden. Nichts anderes außer reiner Förderung. Ein Turm ist vielleicht ein bisschen zu heftig. Und ein bisschen zu wenig. 14 Cent auf den Liter. Das ist so wie gar nichts. Wollen die mich arm machen oder was? Also voll werden meine Wegen auf jeden Fall momentan. Was ich als nicht gut erachten kann. Okay, tun wir erst was bei Left Inc. verkaufen. Nur um dann hier etwas weit nach oben bauen zu können. Und die Right Inc. gleich hinterher gesetzt. Aber sowas von schnell hinterher gesetzt. So viel wie nur möglich ist, plus ein Diamanten. Kriegen wir auch noch. Wir werden so viel Geld damit machen. Ihr wisst gar nicht, wie viel Geld. Nicht mal ich weiß, wie viel Geld. Nicht mal ich weiß, wie viel Geld wir damit verdienen werden. Oh Gott. Alles voll machen. Wir pumpen gerade Gold raus bis zum Abwinken. Oh Gott, ja. Bitte nochmal etwas. Gib mir mehr Geld. Gib mir fair. Gib mir einfach so viel, wie du möchtest. Aber vielleicht nochmal das Glück, da nochmal was zu finden, eventuell. Wird alles direkt verkauft. Ich glaube, so viel Kohle haben wir uns lebt Dark Knight gemacht hier in dem Spiel. Wobei, einmal doch, muss ich gestehen, einmal doch. $1,25, $1,27, wir machen immer noch reinen Gewinn damit. Wir machen immer noch reinen Gewinn. 1,20, 20.000 sind wir bereits. Oh, endlich. Ich hatte schon Angst, dass es niemals so weit kommen wird. 10, 1, 11, 1, 8. Okay. Jetzt wieder alles in die Lage reinmachen. Mehr gibt's nicht. Ich würde sagen, das ist alles, was wir finden können. Wir können auch Scoudi noch einmal hier einen kleinen reinschmeißen und hier einen kleinen reinschmeißen. Ah, wir haben wie fast schon gedacht, da ist nichts mehr zu holen. Einfach noch die vorhandenen vollends aussaugen. Okay, die Leitungen sind alle auf Maximum bereits. Das heißt, müssen nur noch die Lager alle gefüllt werden und hoffentlich noch einmal ein riesiges Aufgebot an Kohle. Irgendwas muss noch hochschneiden. Ich hoffe es mal inständig, dass noch irgendwas hochschneidet, weil... Wenn es jetzt hier nichts mehr hochschneit, dann würde ich sagen, haben wir ein ernstzunehmendes Problem. Weil die Right Inc. schaut schon recht gut aus. Die schaut recht gut aus. Die schießt relativ gut nach oben. 84, 5, 6. Oh, es geht nach unten. Left Inc. kommt aber auch gut hinterher. 85, 95 hört sie auf. 94, letzte Monat. Dann verkaufen wir an die Left Inc. alles, was wir haben. Zwar nicht ganz von Dollar, aber egal. Hauptsache... Wir können alles noch verkaufen. Das ist gerade meist die Hauptsache vom Ganzen. 1,9 ist okay. 1,9 ist fein. Und haben wir noch ein bisschen was übrig? Nichts mehr. Okay, Spiel anhalten. Level anhalten. Dankeschön. Ausgesaugt. 36.000. Yeah! Minus 2.400. Ach genau. Einmal hatten wir das Problem und so ist so ein bisschen rausgespritzt. So itzi-bitzi bissle. Scanner 5000, ja. Ich müsste mir eigentlich mal angewöhnen, hier ein bisschen weniger zu scannen, aber das hier überhaupt nichts war, puh. Dann kann man ja noch von Glück sagen, dass ich nicht weiter gescannt habe hier. Spielfortschritt. 36.000. Und ein Diamanten. Das ist ein nicht schlechter Specht. Landauktion. Möchte ich gleich nochmal machen. Wenn schon, dann denn schon. Meins. Meins. Dankeschön. Null Gebote. So. Jetzt gucken wir mal. Keil, Keil.
nächstes Jahr niemals unter 91 fällt. Das ist nicht schlecht. Machen wir. Hinzu kommt noch, dass ich auf jeden Fall... Okay, das können wir noch gucken. Der Diamant ist 1400 wert. Oh, pff, nix gibt's. Hast du mir letztes Mal mehr angeboten. Diesmal ordentlich mitmachen können. Es geht um 3% der Aktien. Aber bitte starten. 3% der Aktien. Ja, jetzt bin ich auch mit dabei. Und ich bezahle... Ach komm schon, ich wollte gerade klicken. In dem Moment wollte ich klicken, als sie geklickt hat. Verdammt noch eins. Sie war schneller. Na gut, Ricardo, dann wirst du halt noch kein Bürgermeister werden. Macht nix. Lass uns ein bisschen Zeit. Scangröße etwas wäre nicht schlecht. Tiefe unserer Suche erhöhen. Wäre auch nicht schlecht. Zweitung Timer. Druckresistenz der Plattform wurde kompensiert. Ja, brauchen wir nicht. Sollen sie eher tief so schneller sein? Damit werden sie viel schneller Öl finden. Aber wir graben jetzt schneller. Zellen, Scannergröße. Machen wir mal. Wir probieren mal Scannergröße aus. Komm, scheiß drauf. Alles andere brauchen wir nicht. Scannergröße muss es sein. Scannergröße ungemein. So, hier und hier. Du kannst jetzt größere Scans durchführen. Die auch dementsprechend wahrscheinlich mehr kosten. Yep, natürlich, aber macht nichts. Macht nichts. Und die Dinger sind schon wieder so hoch. Du hast was gefunden. Hast aber nicht lange gebraucht. Das heißt, es müsste relativ weit oben sein. Ja, Moment, ich bin hier gerade beschäftigt. Ich versuche gerade was frei zu bohren. Eventuell. Das wirst du mich aber verarschen, oder? Du hast doch gleich gefunden gehabt. Dankeschön. 5000 Leitungen später. Ich breche vom Glauben ab. 1,15 direkt verkaufen. Es ist nicht viel, aber zumindest etwas. Okay, mehr brauchen wir nicht. Das war jetzt richtig böse. Ich komme nicht nach unten, oder wieso, wie es ausschaut. Es geht nicht nach unten. Okay, wir müssen hier weiterverkaufen. 91 ist kein schlechter Preis, muss ich gestehen. 91 ist überhaupt kein schlechter Preis. Die Frage ist nur, können wir das hier noch verbessern? Die ganzen schönen Punkte nerven mich hier jetzt schon. Ich hoffe, das ist bloß ein kleines Lager. Ernsthaft? Willst du mit mir jetzt genau das gleiche abziehen? Oh Gott. Wie weit runter? Dann gehören zumindest nur 3. Zumindest nur 3, ist ja schon mal etwas. Die Frage ist nur, wie viel Glück habe ich an sich gerade hier? Nicht so viel, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue. Überhaupt nicht viel sogar. Okay, finden wir hier irgendetwas. Ja, das reicht nicht ganz aus. Okay, wir verkaufen immer ein kleines bisschen was. Nicht viel, aber zumindest ein kleines bisschen was. Finde mal 82. Genau hier. Auch nix. Jetzt bin ich aber leicht schockiert, bin ich. 6, 91, 94, 73. Irgendwo muss ich doch... Nein, wenn, dann verkaufen wir da drüben. Wenn, bei 1,4 verkaufen. Definitiv bei 1,4 verkaufen. Mehr. Hier nochmal. Die zwei auch noch. 1,8, 1,9, 1,10. Alles gerade momentan verkaufen, was wir so verkaufen können. Und nochmal so einen Wünschelroutengänger vielleicht besorgen. Dann scannen wir. Ja, wobei, scannen würde eigentlich schon vollends ausreichen. Wir haben schon Mai. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir haben Mai und wir haben so gut wie noch gar nichts gefunden hier. Das
Zumindest können wir jetzt einen Megascan mal machen. Bam! Der uns nichts zeigt. Überhaupt rein gar nichts. Was habe ich denn einen Megascan, wenn der mir nichts zeigt? Oh! Diamanten zeigt mir. Gut, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Es gibt bessere Sachen, aber Diamant ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Nightborn. Direkt Nightborn. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Bohrt hier rein. Ist auch nichts mehr. Hier wäre sogar noch etwas. Aber das ist zu klein. Das bringt gar nichts. So, bitte ausbauen. So gut ausbauen, wie nur irgendwie möglich. Jetzt können wir nichts mehr machen. Na gut. Dann warten wir ab, bis die Left Ink wieder etwas größer wird, sagen wir es mal so. Ich glaube, über einen Dollar wird die so schnell nicht kommen. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. So, ausbauen. Hier bauen. Zack, 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 zack. Aufbauen. Alles ausbauen. So viel ausbauen, wie nur geht. Und für 91 können wir immer noch alles verkaufen. Wir haben echt ziemlich wenig bis gar kein Geld gemacht bisher. Ich glaube wirklich... Ne, ja, wobei... Da kann man noch ein bisschen was rausholen. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. Hier rüber schanzen. Alles mitnehmen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Hier, das brauchen wir nicht mehr. So, lieber die Tanks voll machen. Juli schon. Es ist Juli und wir haben immer noch nicht das, was wir wollen. Das Ultimum in Sachen Öl. Ich verballere wahrscheinlich gerade mein ganzes Zeug, weil hier hinten eh nichts mehr ist. Noch ein paar kleine Zähne und Hunde da hier absetzen, aber sonst. Nope. Nope, das war's. Mehr werden wir so schnell hier wahrscheinlich nicht zustande bekommen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und es hat aufgehört. Es hat stagniert. Nicht so gut. Alle Mann hier rüber. 1, 15. Wenn so ist, dann 1, 15. Okay. So, back in action und ich muss gerade mal gucken. Wir verkaufen gerade 1,13 Dollar, weil das Telefonat hat gerade ein bisschen länger gedauert. Und ich muss es untere abpumpen und mehr gibt es auch gerade nicht rauszuholen. Okay. Alles klar. Direkt, wenn man da runter würde, 500 kosten, das ist zu teuer. Weil das Upgrade ist auch ziemlich teuer. Ich glaube, da können wir lieber sagen... 1,5, 1,4. Ein Dollar und zack, wieder zurück, alles zurück. Nein. Ach komm schon, das gilt nicht, das gilt nicht. Da waren genug Wegen dran. Da waren mehr als genug Wegen dran. Um da was ausrichten zu können. Ich glaube, das Ding hier unten würde ich liebend gerne noch freischaufeln. So, komm nochmal Unterstützung. Bohre nach unten, denn bohren ist fein. 1,9, 1,9, 1,9 wird es glaube ich das höchste momentan sein. Und was man hier links noch erreichen kann. So, auf Anhieb 1,6, 1,7, 1,5, yep, definitiv. Der Dollar war recht gut. Mehr wird es vielleicht gar nicht mehr geben. Den Rest lassen wir jetzt mal so, wie er ist. Und pumpen einfach nur hoch und gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Ein klitzekleines bisschen mehr. Es muss nicht viel sein. Aber so ein klitzekleines bisschen wäre noch etwas. November. Das Lager wird da unten auch immer leerer. 1,80. November, Dezember, letzte Monat. Der letzte Monat. Okay, verkaufen auf die linke Seite. Alles nach links verkaufen, weil rechts geht nicht mehr nach oben. Kann man vergessen. Leider Gottes ist es so, aber ich würde mal sagen, wir haben recht gut Kohle gemacht. Jetzt geht es fett nach unten ab. 15.000 hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können, aber egal. Level anhalten.
Ja, war nicht mehr drin. Insgesamt 15.000. Minus 2.000 war etwas rausgespielt. Ist ein klitzekleines bisschen ist rausgetröpfelt. Das war ja gar nichts. Überhaupt nichts. Kann man ja gar nichts überhaupt werten als überhaupt irgendwas. Aber okay. Haben wieder etwas mehr Gewinn gemacht und die anderen, sie haben alle mehr Kohle. Dann machen weniger Gewinn. Also irgendwie nutzen sie, glaube ich, ihre Landmassen nicht richtig aus. Irgendwie ja, Landauktion. Ja, bitteschön. Einmal wollen wir es noch versuchen. Ich würde mal ganz stark behaupten, das hier ist das mit dem meisten noch zu holenden Zeug. Wunderbar. Damit wäre die Wüstenregion dann auch abgeklappert. Schau mal im Saloon noch nach. Barney, Barney, nein, die brauche ich nicht. Barney Simpson, du musst nicht sein. Auktion 3%. Okay. Ab hier hinten kann ich mitmachen und setze schon mal was auch so bei 12.000. Jetzt gucken wir mal. Ich möchte auch ein paar Aktien haben. Ein paar zumindest. Und zack, meine. Ich habe das Gefühl, tja, viel zu teuer. Nichts viel zu teuer hier, ganz ehrlich. 3% für den Preis funktioniert. Geht. Wir sind Teilhaber. Wir sind Teilbürgermeister zu zumindest 3%. Und mit dem Restgeld können wir auf jeden Fall mal loslegen. Inbetriebnahme. Ja, ich bitte darum. Ich möchte das letzte Land und Gut hier für mich beanspruchen. Na kommt, Leutchen. Irgendjemand, vielleicht muss was finden. Dankeschön. Nach unten versetzen. Wir werden etwas finden. Irgendetwas. Ich weiß nicht was, aber wir werden das. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Machen wir lieber noch ein paar Wege mehr und ein bisschen tanken. Und das hier noch. Und das hier noch. Dankeschön, dass du hier noch ein bisschen rumwedelst. Ich bin froh drüber, dass der Preis... Nee, verdammt, der Preis geht nicht nach oben. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, die Right Ink wird etwas mehr wachsen. Sie wächst ganz langsam. Die Left Ink wächst aber ein kleines bisschen mehr. 70, 80, 90, Wir können links verkaufen. Wir können links definitiv, wir müssen sogar links verkaufen. So, alles was wir haben, links verkaufen. 1,9. Raushauen damit, raushauen. 1,14. Huh, das ist viel. Und irgendwie haben wir jetzt überhaupt gar nichts mehr momentan. Können wir vielleicht noch irgendwie eine andere Quelle vielleicht finden? Ich glaube, ich spinne. Irgendwo zumindest mal. Weil irgendwie gar nichts zu finden ist überhaupt nicht gut. Wir können ja aufbauen, nach da unten gehen, aber es ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ja, funktioniert, funktioniert noch. Funktioniert gerade so noch. Wir bohren hier richtig schön rein. Und genau jetzt geht der Preis natürlich wieder nach unten. Als hätte ich es nicht geahnt. So. Oh, und da haben wir sogar nochmal... sogar ein paar Lager. Ich glaube, da wird sich fast rendieren, eine weitere Ölplattform hinzusetzen. Jupp, würde sich sogar mehr als rendieren. Dankeschön. So. So. Und... okay. Wäre jetzt auch ein bisschen zu viel auf Anhieb wahrscheinlich gewesen. Ein klitzekleines bisschen. 1,70, 1,60. Oh, komm schon. Genau jetzt, wenn ich am Öl ziehen bin, geht nichts nach oben. So ist doch gar nichts. Okay, dann machen wir eine kleine Finanzspritze. Um hier noch ein Lager zwischen reinzubauen. Besser so als gar nichts. Nach da unten komme ich nicht. Da fehlt mir ein klitzekleines bisschen Geld. Um nach unten zu kommen. Was ich jetzt nicht gut achten kann. Auf ganz keinen Fall. 50 Left Ink steigt größer als Right Ink. Die Frage ist, wer wird sich ganz nach oben verballern? Okay, Left Ink soll sein. Hau raus das Zeug, hau raus das Zeug. Rüstet alle Wagen auf. Ich brauche nicht viele Wagen, ich brauche einfach nur gute Wagen. So schaut's aus.
So, einmal nach unten gebracht und eventuell finden wir hier was. Oder hier was. Oder hier was. Oder hier was. Überhaupt nirgends etwas. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist überhaupt gar nicht gut sogar. Wir können hier ohne Probleme alles abzwirbeln. Es stört uns auch keiner dabei, aber es könnte definitiv noch besser sein. Na, wenn, dann müsste hier noch was sein, aber ich will mal sagen, nein. In diesem Stückchen Land dürften wir nichts mehr finden. Na, warten wir lieber. Da warten wir lieber ein kleines bisschen. Können wir vielleicht hier die Pumphöhe etwas erhöhen? Wäre doch bestimmt im Bereich des Möglichen. Er pumpt gar nicht mal so schlecht. Right Ink wird auch größer, aber der Preis fällt irgendwie. Ah nee, warte mal, wir versinken immer mehr im Boden, das war's. Wir versinken immer mehr im Boden, um zu schauen, ob wir irgendwas finden können. Aber ich bezweifle irgendwie ganz stark, dass da noch irgendwas zu holen ist. Nope. Das, was wir hier unten noch haben, ist das gute Maximum, würde ich doch mal glatt behaupten. So, pump so schnell leer, wie du kannst. So schnell leer, wie du kannst. Left Ink geht nämlich nach oben. Es schießt nach oben und ich bin glücklich darüber. Die müssen auch verbessert werden. Da müssen wir noch ein bisschen was rausholen. Das kann ich schon mal durch Stein durchmachen und da ist einfach nichts. Ach man, nicht mal ein einfacher Diamant ist hier. Das ist das Schönste vom Schönen, aber nein, auch nicht. Das auch nicht. Können wir vielleicht auf über 1 Dollar kommen irgendwie? Yep, 1 Dollar ist auf jeden Fall da. 1 Dollar 4, 1 Dollar 5, 6, 7, 8. Ich glaube, wir verkaufen einfach mal. Wir verkaufen einfach mal. 1,9 ist ein guter Preis. Kann man nichts gegen sagen. Wir können noch ein paar mehr Wegen herstellen. Und alles raushauen, was wir raushauen können. Scheiß drauf, scheiß drauf. Könnte es natürlich auch noch besser laufen, aber was soll's. Zack, Level anhalten. 14.000. 14.000 für das letzte Stück Wüste. Insgesamt 15.000 Gewinn gemacht. Jede Menge Scans rausgehauen. Für nichts und wieder nichts, aber was soll's. Aber was soll's. Fortgespeichert. Oh mein Gott, Daisy hat sogar Minus gemacht. Hahaha. Das erste Mal Minus. Ich glaube, wir selber haben noch gar kein Minus gemacht. Wenn ich mir das nicht richtig irre. Wir ziehen wieder um. Diesmal geht es in die Ebene. Die profitables, aber schwierige Naturgas haben. Lass uns mit den Bieten beginnen. Eine Ebene mit Gas, okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ach Gott, ich mache einfach hier an der Stelle. Kato, mach weiter. Einfach nur um eine Mission der Ebene oder zwei Missionen der Ebene zu machen, um zu wissen, auf was ich mich da einlasse. In dem Sinne aber hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein könntet. Bis dahin, Thomas, ist gut. Hört immer. Tschüssi.